Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich hatte ich ein Video veröffentlicht, essbare Baumblätter im Frühjahr. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Heute möchte ich euch ein paar essbare Wildblüten im Frühjahr vorstellen. In diesem Video stelle ich euch meine Lieblingsblüten von Wildkräutern vor und auch von einem meiner Lieblingsbäume. Ich starte mit einer Wildblüte, die es nicht in ganz Deutschland gibt, die also nicht so weit verbreitet ist. Und ich glaube, die Zeit für diese Blüte ist auch schon vorbei. Aber es ist immer so eine geniale Pracht im April, meistens im April, Anfang Mai noch so eine geniale Pracht bei uns im Wald. Deswegen möchte ich euch diese Wildblütenpracht nicht vorenthalten. Und ich starte dieses Video mit dem Bärlauch. Ich bin gerade im Wald und ihr seht hier, bedeckt eine bestimmte Pflanze fast den ganzen Boden. Eine bestimmte Pflanze, die weiß blüht. Alles das, was hier weiß blüht, ist der Bärlauch. Ist eine wunderbare Pflanze im Frühjahr, vor allem im März, was auch den Stoffwechsel anregt und die Entgiftung ankurbelt und uns mit wertvollem, frischen Grün im Frühjahr versorgt. Im März habe ich die Blätter ausgiebig gegessen, jetzt oder Ende April, Mai dann nicht mehr. Ihr seht, hier werden die Blätter teilweise gelb, sie sind auch sehr schlaff und es ist auch so, die meiste Kraft steckt in den Blättern vor der Blüte. Wenn der Bärlauch dann anfängt zu blühen, dann geht die meiste Kraft in die Blüte. Und die Blüten könnt ihr auch mitessen. Die sind auch essbar. So sehen die Bärlauchblüten aus. Die könnt ihr wunderbar pur essen. Sie schmecken süßlich, aber haben auch eine gewisse Schärfe durch das ätherische Öl. Also viel kann ich persönlich davon nicht essen. Ihr könnt sie auch mit in Salate geben. Ihr könnt mit den Blüten zum Beispiel auch Speisen dekorieren. Also sie sind auch auf alle Fälle verwendbar. Hier seht ihr nochmal das ganze Meer an Bärlauchblüten. Leider könnt ihr nicht diesen wunderbaren Duft riechen. Es riecht hier wunderbar leicht nach Bärlauch bzw. nach Knoblauch. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Format, wo man nicht nur sehen und hören kann, sondern auch riechen. Ich sitze gerade mit meinem 11-Jährigen auf der Wiese und wir sammeln hier so Wildblüten. Und diese Pflanze hier heißt Gundermann. Die habe ich auch schon in vielen Wildkräuter-Videos hier auf diesem Kanal vorgestellt. Und wir sammeln diese Blüten, weil ich die für ein Rezept benötige. Ich möchte wieder für meinen jüngsten Dankbarkeitskekse machen. Das habe ich vor einigen Jahren regelmäßig für ihn zubereitet. Und da werden diese Dankbarkeitskekse, also so rohköstliche Dankbarkeitskekse aus Leinsamen, Mandeln, Bananen, ein bisschen Zitrone und Vanille. Und die werden dann so mit verschiedenen Wildblüten dekoriert. Und deswegen sammeln wir gerade Gundermannblüten. Und mein Jüngster mochte die zwar immer getrocknet auf den Dankbarkeitskeksen, aber heute hat er sie das erste Mal auch frisch probiert. Und Silas, wie findest du sie? Ich finde sie lecker. Also er hat erst eine probiert und ich dachte schon, ach, ich kenne doch hier meinen Silas. Also Silas ist ein bisschen spezieller als er. Also vieles mag er einfach nicht, ne? Und lehnt es dann ab. Und deswegen umso mehr freue ich mich, weil Silas ja auch kaum Wildpflanzen isst. Du isst ja eigentlich ganz selten mal ein paar Girschblätter oder mal Lindenblätter und Lindenblüten, ne? Hm. Aber Oder auch mal vielleicht ein Brennnesselblatt, wenn du Simon, wenn dein großer Bruder dir das so zurechtdrückt. Ne? Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass er jetzt die Blüten isst. Und in dem Moment, wo er sich für diese Pflanze interessiert, ist er natürlich auch offen für diese Wildpflanze. Und jetzt habe ich dir einiges erklärt über die Pflanze. Kannst du dich noch an was erinnern? Ja, du hast gesagt, dass die Pflanze mal eine Allerweltpflanze war, die zum Heilen und zum Kochen und zum Würzen verwendet wurde. Genau, und dieses alte Wissen ist in Vergessenheit geraten. Aber jetzt interessieren sich immer mehr Menschen für die Wildpflanzen. Das kann ich immer im Frühjahr sehen, wenn meine Wildkräuter-Videos, wenn die Aufrufzahlen in die Höhe schießen. Und mich freut es jetzt gerade, dass mein Jüngster diese Wildblüten für sich entdeckt hat. Übrigens ist der Gundermann ein Lippenblütler.
Ja, das kann man gut erkennen. Silas, warum kann man das erkennen? Weil diese Blüten hier so aussehen, als wären das Lippen. Vor allem, wenn man das so von der Seite... Mal schauen. Ich glaube, ich habe jetzt schon so 25 Stück oder so gegessen. Okay. Jetzt. Da könnt ihr vielleicht erahnen, warum die Lippenblüter Lippenblütler genannt werden. Und was machen wir jetzt noch, Silas? Du wolltest noch ein bisschen fotografieren. Mhm. Und dann wollten wir nach Hause fahren. Dann wolltest du mit zur Party machen. Und dann wollte ich mit meinem Freund spielen. Und dann wollte ich ins Bett gehen. Und dann, ach egal. Diese etwas unscheinbare Wildpflanze habe ich auch schon öfters in meinen Videos gezeigt. Das ist das Hirtentäschel. Weiter unten gibt es auch grüne Blätter. Die sehen ein bisschen ähnlich aus wie das Rucola-Blatt. Und vom Hirtentäschel kann man auch die Blüten essen. Also ich persönlich esse vor allem nur die Blüten des Hirtentäschel. Die schmecken so leicht würzig. Und eine Bekannte von mir hat gesagt, sie hat das früher als Kind gegessen. Da war das immer ein bisschen so wie ein Käseersatz. Also es hat sie immer ein bisschen an würzigen Käse erinnert. Aber ich glaube, das ist wirklich Geschmackssache und ganz individuell. Da gibt es bestimmt auch ganz viele, die darin überhaupt nichts Käsiges entdecken können. Das ist auch eine leckere Blüte, das Hirtentäschel. Das kann man so, wenn man unterwegs ist beim Spaziergang, einfach mal ein paar abpflücken und so wie ein kleiner Snack. Ein würziger kleiner Snack. Diese Pflanze hier ist die Wehkrauge. Die habe ich schon mindestens in einem Wildkräuter-Video vorgestellt. Bei dieser Pflanze sind natürlich auch die Blätter essbar. Die grünen Blätter und natürlich auch die Blüten. Und diese Pflanze schmeckt senfartig würzig. Also die Blätter schmecken würziger als die Blüten. Auch diese Blüten sind essbar. Die könnt ihr pur essen oder eben auch zu Dekozwecken. Also diese Blüten könnt ihr für eine essbare Deko verwenden. Hier seht ihr die Blüte noch mal ganz nah. Das sind kleine gelbe Blüten mit 4 Blütenblättern. Das sind auch wunderbare Wildblüten. Die habe ich schon als Kind gegessen. Das ist der Rotklee. Daneben ist auch gleich noch der Breitwegerich. Also die großen Blätter, die gehören nicht zum Rotklee. Wie können diese Blüten am besten gegessen werden? Also als Kind haben wir immer diese rosa, diese kleinen Teilchen rausgezogen und an den Enden das so ausgezutscht, weil das nämlich süßlich schmeckt. Aber ihr könnt auch die ganze Blüte pur essen. Auch die Blätter des Rotklees sind essbar. Hier seht ihr die Taubnessel. Das ist die weiße Taubnessel mit weißen Blüten. Also die Taubnessel kam auch schon in einigen Wildkräutervideos von mir vor. Da gibt es die gelbe Taubnessel, die weiße, die gefleckte, die rote Taubnessel. Und die Blüten von alten Taubnesseln können gegessen werden, wie natürlich auch die Blätter. Die Blätter schmecken eher pilzartig, ein bisschen würzig und die Blüten ein bisschen süßlich. Das sind übrigens auch Lippenblütler. Das kann man auch gut an der Blütenform erkennen. Hier zwischen den Brennnesselpflanzen wächst die Taubnessel. Ich muss hier mal ein kleines Stopp einlegen. Ich meine bei dieser Wildpflanze natürlich die Knoblauchsrauge. Ich hatte davor die Taubnessel gefilmt und hatte die noch so in meinen Gedanken und habe dann eben fälschlicherweise die Knoblauchsrauge als Taubnessel benannt. Hat auch ganz charakteristische Blätter, ganz zarte Blüten und die können auch gegessen werden. Die könnt ihr auch als essbare Deko verwenden. Die Blätter der Knoblauchsrauge schmecken, der Name lässt es ahnen, leicht nach Knoblauch und die Blätter schmecken auch ein bisschen nach Knoblauch, ein bisschen leicht süßlich, würzig, knoblauchartig. Diese Wildpflanze kennt fast jeder oder ist fast überall bekannt. Sie hat 2 charakteristische Merkmale, die bestimmte Form der Blätter und die leuchtend gelben Blüten. Das ist der Löwenzahn. Der Löwenzahn ist essbar. Die Blätter, die Stängel, die Blüten, also die gelben Blüten, die könnt ihr pur snacken oder auch als essbare Deko verwenden.
Ruhe in Frieden. Hier ist eine ganz unscheinbare Wildpflanze mit kleinen weißen Blüten. Das ist die Vogelmiere. Auch ein sehr schmackhaftes Wildgrün, schmeckt so ein bisschen erbsenartig, so ein bisschen nach Mais. Und auch die kleinen zarten Blüten können gegessen werden, pur für Salate oder auch als essbare Deko verwendet werden. Hier seht ihr einen Baum oder einen Strauch oder kleinen Baum, Baumstrauch. Das ist der Weißdorn. Hat auch recht charakteristische Blätter. Die Blätter, die Blüten und die Früchte des Weißdorns sind essbar. Die Blätter schmecken mandelartig und auch die Blüten schmecken leicht süßlich mandelartig. Der Weißdorn gehört mit seinen Blüten und Blättern im Frühjahr neben der Linde zu meinen Favoriten. Auf alle Fälle empfehlenswert. Probiert unbedingt Weißdornblüten. Auch gerne in der Kombination Blätter und Blüten. Ein herrlicher Snack bei einem Naturspaziergang. Schaut mal, das alles hier ist Weißdorn. Eine unglaublich geniale Pracht im Frühjahr mit ganz vielen Blüten, wo man hier und da mal achtsam naschen kann. Das ist die gefleckte Taubnessel mit rosa Blüten und auch diese Blüten sind wie die weißen Blüten essbar. Das ist auch eine sehr bekannte Wildpflanze, das Gänseblümchen. Das ist auch weit verbreitet. Daneben seht ihr noch einen Rotklee und das Gänseblümchen ist auch essbar. Das ist eine wunderbare, essbare Deko. Wenn ihr die Gänseblümchen als essbare Deko verwendet, dann so frisch wie möglich dafür pflücken, weil sie schnell so ein bisschen schlapp werden und verwelken. Hier wächst das Wiesenschaumkraut, auch ein eher unscheinbares Wildkraut bzw. eine unscheinbare Wildpflanze. Das Wiesenschaumkraut hier mit den weißen Blüten schmeckt kresseartig und kann wunderbar als essbare Deko verwendet werden oder einfach so als purer Genuss, wenn ihr in der Natur unterwegs seid. Ringsherum wächst der Gundermann und noch eine andere Wildpflanze. Das ist der persische Ehrenpreis. Bei dieser Wildpflanze sind auch die Blätter essbar, aber auch die Blüten. Ist auch eine wunderbare essbare Deko. Allerdings möchte ich hierbei erwähnen, dass die Blüten des persischen Ehrenpreises eher herb schmecken. Ich möchte mich noch mal korrigieren beim persischen Ehrenpreis. Mir ist dann beim Schneiden des Videos aufgefallen, dass die Blattform doch ein bisschen anders ist. Es ist zwar ein Ehrenpreis, aber ich meine, es ist der Gamander-Ehrenpreis. Also wir haben hier in Deutschland oder in Europa viele Ehrenpreisarten und das ist der Gamander-Ehrenpreis, der auch essbar ist. Im Frühjahr esse ich auch sehr gern Lindenblüten. Ich wollte die auch für dieses Video noch filmen, aber bei uns ist es noch nicht so weit. Deswegen blende ich hier einfach mal ein paar Fotos ein. Also Lindenblüten sind auch sehr schmackhafte Blüten von einem Baum. Kann ich nur empfehlen. Die schmecken, haben so ein angenehmes, mildes Lindenblütenaroma, so leicht süßlich und schön mild und auch auf alle Fälle für Kinder geeignet. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein ältester Sohn, der jetzt 15 ist, der war so mit 2, 3 bei einem Tagesvater. Und wir haben damals in einem Stadtviertel gewohnt, da gab es so eine Allee mit ganz vielen Linden. Und da bin ich mit meinem 2-3-Jährigen da langgelaufen und hatte immer nach oben gezeigt und immer gesagt, Lolli, Lolli. Und ich habe das immer gar nicht verstanden und habe dann irgendwann mal zufällig bei dem Tagesvater erfahren, dass er regelmäßig mit den Kindern auch Lindenblüten gegessen hat, beziehungsweise haben die auch Lindenblüten gesammelt, um irgendwie Gelee oder irgendwas daraus zu machen, also seine Freundin. Ich war damals zu der Zeit eher auf die Blätter fixiert. Ich habe damals auch schon Lindenblätter gern gegessen im Frühjahr, aber auf die Lindenblüten bin ich damals noch nicht gekommen. Also mein ältester Sohn hat mich da sehr inspiriert und isst die Lindenblüten bis heute auch gern mit. Mein jüngster Sohn, den habt ihr ja schon im Video hören können, der ist sehr mäkelig, was so Wildpflanzen betrifft. Ihr habt ja gesehen, er hat dann auch Gundermannblüten gegessen, die haben ihm sehr gut geschmeckt. Er isst manchmal auch mal ein Lindenblatt oder ein Girschblatt, aber die Lindenblüten, die hat er schon ganz zeitig auch mitgegessen. Das ist immer ein Genuss, wenn wir dann am Lindenbaum stehen und dann so eine Handvoll
Lindenblätter essen. Und dann wundern sich die Leute manchmal natürlich, was wir denn da an diesem Baum machen und schauen ganz verwundert. Zum Schluss möchte ich euch noch mein E-Book Gesund Grün Essen empfehlen. In diesem E-Book habe ich alle grünen Lebensmittel beschrieben, die wichtig für unsere Gesundheit sind. Also Kultursalate, Gartenkräuter, grünblättrige Sprossen, Grünkraut, Kulturgräser wie Kamut und Gerste und Hafer und so weiter. Und in diesem E-Book gibt es auch ein ganz großes Kapitel, welches die wichtigen Wildpflanzen beinhaltet, also Baumblätter und Wildpflanzen in unserer Region. Und da beschreibe ich über 60 Wildpflanzen bzw. auch Baumblätter ausführlich. Da könnt ihr auch genau nachlesen, welche Teile der Wildpflanzen essbar sind, wie man sie erkennen kann und welche gesundheitliche Wirkung sie hat. Ich verlinke euch dieses E-Book unter diesem Video. Ihr habt ja auch gesehen, beim Gundermann habe ich ein paar Bilder von den Dankbarkeitskeksen eingeblendet, die mein Jüngster gern isst. Und dieses Rezept findet ihr zum Beispiel auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, gesund grün essen und Dürren leicht gemacht in einem Paket zu kaufen. Dann wird es für euch günstiger, als wenn ihr die beiden E-Books alleine kauft. Ich setze euch den Links zu meinen E-Books und zu diesen E-Book-Paketen unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben diese wilden Inspirationen gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video, zu diesen ganzen Wildblüten. Und mich interessiert natürlich auch, welche Wildblüten gehören zu euren Favoriten. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Gehabt euch wohl. Bis ganz bald, ihr Lieben.